Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, die häufigsten Fragen zum Algo-Trading, heute mit AlgoCamp und da freue ich mich sehr, auch mit Manuel Lücke, heute mal stellvertretend für David Varney, der leider krank ist, an dieser Stelle gute Besserung. Und ja, freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind zu dem Thema. Und bevor wir aber tatsächlich loslegen, beziehungsweise der Manuel, wie immer einmal den Risikohinweis. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Und auch wenn heute wahrscheinlich keine Trades zu sehen sein werden, müssen Sie trotzdem Ihre eigene Entscheidung treffen und die heutige Veranstaltung nicht als Empfehlung verstehen. Und ja, bitte dann entsprechend hier auch lesen und zur Kenntnis nehmen. Gut, dann Manuel, nochmal offiziell guten Abend und schön, dass du heute mit uns das Webinar machst hier. Und ja, bin sehr gespannt auf den heutigen Inhalt und übergebe jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Spaß. Vielen lieben Dank. Ich muss mal kurz den Bildschirm hier konfigurieren. Moment. So. Okay, ein kurzer Bildschirm Test. Ist zu sehen. Ist zu sehen, super. Ja, vielen Dank für das kurze Intro. Ich begrüße auch nochmal recht herzlich alle Zuschauer heute zum Webinar mit dem Titel Die häufigsten Fragen zum Algo-Trading. Und würde ich sagen, dann legen wir auch gleich mal los. Ich mache mal noch ein kurzes Intro zu AlgoCamp. AlgoCamp ist ein Unternehmen. Wir sitzen in Berlin-Mitte und unsere Hauptaufgabe ist es, Handelssysteme zu entwickeln. Wir sind also sehr dicht am Markt dran und ja, wir entwickeln fertige Systeme, die man käuflich erwerben kann oder auch individuelle Systeme für Leute, die schon einen Trading-Algorithmus haben beziehungsweise eine Strategie haben, wie sie am Markt handeln und das gerne automatisieren lassen wollen. Und das Ganze machen wir für die Plattform MetaTrader, NinjaTrader oder auch für individuelle Anfragen, das heißt komplett in Java beispielsweise programmiert. Und darüber hinaus bieten wir auch noch viel mehr an, also Weiterbildungen beziehungsweise wollen wir eben die Leute aufklären, wie sie am besten in das Algo-Trading starten und wie sie ihr automatisiertes Trading verbessern können. Ganz kurz zum Ablauf für dieses Webinar heute. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass ich im Vorhinein schon mal die häufigsten Fragen zusammengetragen habe und ich habe dafür Rücksprache mit unserem Support gehalten, habe denen gesagt, die sollen mir mal die Fragen geben, die am häufigsten auftreten und habe die dementsprechend dann jetzt alle auf die Folien geschrieben, sodass wir die einzeln durchgehen können. Und für die Zuschauer unter euch eine kleine Bitte und zwar, erstens, ihr könnt weitere Fragen jetzt schon mal in den Chat reinschreiben, die ich dann danach beantworten kann, falls die wichtigen Fragen jetzt nicht dabei sind oder überhaupt Fragen dabei sind, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe. Und als zweiter kleiner Punkt oder zweite kleine Bitte wäre es für uns interessant, wenn ihr mal euren Wissensstand reinschreiben könntet. Also ob ihr Anfänger am Markt seid, also fortgeschrittener seid oder schon erfahrene Trader seid. Als Anfänger würde ich jetzt mal sagen, diejenigen, die noch nicht wissen, was beispielsweise ein Pip oder ein Lot ist und oder eben die ganzen Orderarten kennen, die Fortgeschrittenen, die kennen das eben schon so und die erfahrenen Trader, die handeln regelmäßig am Markt und machen, ja, ich sag mal, machen nicht so viel Verlust oder sind schon ganz gut oder fühlen sich sicher am Markt. Einmal bitte in den Chat schreiben und dann kann ich auch von der Sprache her ein bisschen das anpassen. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist Vorteile vom Algo-Trading.
Und Algo-Trading steht eben für das Trading mit automatischen Handelssystemen. Heißt quasi, man hat eine Software, die am Markt für einen handelt. Man muss nicht mehr selber vor dem Chart sitzen und sich die Trades aussuchen und durchführen. Und hier steht natürlich an erster Stelle erstmal die Zeitersparnis, die wir haben. Die Zeit, die wir vor dem Rechner sitzen oder so, davor vor dem Rechner saßen, können wir jetzt für andere Sachen investieren, zum Beispiel indem wir neue Strategien uns ausdenken oder uns mit dem Markt befassen. Und es ist eben sogar möglich, dass man die automatischen Handelssysteme parallel einfach laufen lässt, neben seinem Alltag. Einige haben ja auch noch einen Job quasi und sind keine Vollzeit-Trader. Und so ist es eben möglich, dass man permanent am Markt eben agieren kann mit einem automatischen Handelssystem. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man keine Emotionen in das Trading steckt, weil die Psyche doch sehr viel ausmacht. Und man muss quasi prinzipiell auch gar nicht erst richtig lernen von null auf, wie man handelt. Und man kann eben ein System von jemandem übernehmen, wo man weiß, das System ist profitabel beispielsweise. Also wir verkaufen ja auch Handelssysteme und diejenigen, die von uns überzeugt sind, könnten beispielsweise an uns herantreten und so ein System nehmen und für sich betreiben und müssen sich dann eben selber mit dem Trading gar nicht so doll auseinandersetzen. Es bedarf eben doch einer großen Zeitinvestition, dass man einerseits den Markt erstmal kennenlernt und dann auf der anderen Seite muss man so ein System ja eben noch erstellen, was auch nochmal ziemlich aufwendig ist. Und mit einem fertigen Handelssystem muss man das eben dann nicht machen und profitiert dann von der Zeitersparnis, die man im Endeffekt hat. Kommen wir zur zweiten Frage. Was muss ich wissen, um mit dem Algo-Trading anzufangen? Also, die Frage kann man so pauschal, sag ich mal, schon beantworten, aber man könnte jetzt dahin gehen und sagen, man muss nichts wissen, weil man ja eben doch nur das System installieren muss und dann auf den Startknopf drücken muss. Aber es macht natürlich Sinn, dass man sich schon etwas auskennt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man schon selber profitabel am Markt handelt, sondern ich meine, dass man sich mit den Grundlagen schon etwas auseinandergesetzt hat. Also man sollte eventuell kein blutiger Anfänger sein, sondern man sollte schon Wörter kennen wie, was ist ein Lot, was ist ein Pip, eventuell, was ist auch ein Drawdown, dass man das schon mal gehört hat und auch weiß. Und wenn man mit einem Wissen hineingeht ins Algo-Trading, wo man vom Markt eigentlich noch überhaupt keine Ahnung hat und noch nie einen Trade abgesetzt hat, dann könnte das eben sein, dass man da am Anfang etwas überfordert wird, weil so ein Chart doch etwas komplexer aussieht und man keine Ahnung hat, was da gerade vor sich geht, wenn da einfach ein Trade eröffnet wird. Und das Ganze kann dann eben zu Unsicherheiten führen. Beziehungsweise, wenn man auch nicht weiß, dass so ein Handelssystem nicht nur Gewinne macht, sondern dass es auch Verlustphasen gibt, die ganz normal sind, dann kann einen das natürlich mit nach ein, zwei Verlusttrades abschrecken und man hört eben auf in einer Verlustphase, obwohl danach die Gewinnphase kommt. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir müssen da eben uns ein bisschen sicher sein, dass das Ganze funktioniert. Und das erreichen wir mit unter anderem auch, wenn wir schon ein grundlegendes Wissen dafür haben. So. Was brauche ich, um Algo-Trading zu betreiben? Prinzipiell brauchen wir dafür gar nicht mal so viel. Wir brauchen eigentlich den MetaTrader, das ist die Handelsplattform, in der wir unser Handelssystem installieren. Dann brauchen wir ein Trading-Konto bei einem Broker, vorzugsweise bei FXFlat. Und wenn wir das haben, dann brauchen wir eben noch das Handelssystem. Das Handelssystem installieren wir dann, wie gesagt, schon in den MetaTrader. Dann müssen wir dieses nur noch starten. Und im besten Falle haben wir noch einen Trading-Server, der dafür sorgt, beziehungsweise wir installieren dann eben
das Handelssystem auf dem Trading-Server, damit dieser rund um die Uhr in Betrieb sein kann, da unser Handelssystem rund um die Uhr angeschaltet ist und wir das eben nicht auf unserem Heimcomputer laufen lassen wollen, weil wir den in der Regel ja irgendwann mal ausschalten. So. Wir bieten auch ein Einsteigerprodukt an, was all diese ganzen Sachen schon zusammenfasst. Das nennt sich die Algo Trading Starter Box. Die findet man auf unserer Webseite unter www.algo-cam.de. Im Reiter Produkte, Algo Trading Starter Box, kommt man hier hin. Und in dieser Starter Box ist eben alles enthalten, was man für den Einstieg braucht. Sprich, wir haben ein automatisches Handelssystem, was im MetaTrader 4 läuft. Wir haben einen Trading-Server mit dabei, den wir brauchen, damit das Handelssystem betrieben werden kann, rund um die Uhr. Der Trading-Server, der ist für den ersten Monat kostenlos, danach kostet der 14,90 €. Und wir haben entsprechende Anleitungen für den Einstieg mit dabei, Dokumente, die man sich durchlesen kann, damit man näher am Markt herantreten kann, ein paar Erfahrungswerte mitnehmen kann. Wir haben Videoanleitungen mit drin, wo erklärt wird, wie man das System installiert und so weiter, damit man sich da nicht alleine gelassen fühlt und wir sie bestmöglich unterstützen können. Dazu haben wir noch einen kleinen Ausschnitt von der Starterbox. Wir haben sie quasi angeschlossen bei MyFXBook. Das ist so eine Art Service, die, ja, wo man seine Live-Konten anschließen kann und das Ergebnis eben veröffentlichen kann, damit man von außen sehen kann, okay, die betreiben wirklich Algo-Trading und deren Performance sieht so und so aus. Und unsere Performance sieht dementsprechend so aus, dass wir jetzt gerade bei 97% Profit sind oder Rendite sind. Und das System haben wir im Juli 2017 gestartet. Und das ist mal eine ganz ordentliche Performance, damit man natürlich auch sieht, was man da erwirbt, ist ja eben wichtig. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und die lautet, wie viel Kapital brauche ich eigentlich? Und wie viel Kapital man braucht, das hängt eben von mehreren Faktoren ab. Es hängt einerseits davon ab, mit welcher Lotgröße ich gerne handeln möchte. Und von der anderen Seite hängt es davon ab, wie groß der Drawdown war, der im System vorhanden ist, historisch gesehen. Und ich habe hier auf der Seite der Starterbox, da haben wir diese Daten eben vorhanden und sie brauchen für die Kapitalberechnung genau diese Daten. Also der maximale Drawdown, der sollte eben bekannt sein, wenn Sie ein Handelssystem starten. Und in unserem Fall ist der Drawdown bei 429 Pips. So. 429 Pips heißt, wenn ich das System mit 0,1 Lot getradet hätte, dann wäre das ein maximaler Drawdown von 427 €. Also eine Verlustphase von 427 €. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also wie viel Kapital man denn mindestens brauchen würde, um das Ganze zu handeln, dann würden wir mit der kleinsten Lot-Einheit herangehen, also mit dem kleinsten Handelsvolumen, und es wäre 0,01 Lot. Dementsprechend könnte man es einfach durch 10 rechnen. Dann hätten wir ein Ergebnis von einer maximalen Drawdown-Phase von 42,70 €. Und wir intern haben für unsere Handelssysteme eben die Richtlinie, dass wir sagen, wir setzen ein System auf und kapitalisieren das Konto so, dass wir die doppelte Drawdown-Phase oder den doppelten Drawdown eben überleben würden. Heißt, wir wären hier bei knapp 85 €, dann sagen wir mal aufgerundet 100 €. So müssten wir auf unserem Konto 100 € draufpacken und könnten dieses System dann mit 0,01 Lot handeln, damit wir die Verlustphasen eben auch überleben werden, so historisch gesehen. Dann gehen wir wieder zurück zur nächsten Frage. Muss mein PC durchgehend aktiv sein? Die Antwort auf die Frage ist,
Nein, muss er nicht. Aber das gilt natürlich auch nur dann, wenn ich einen Server habe, auf dem mein Handelssystem läuft. Gehen wir erstmal davon aus, dass ich keinen Trading-Server habe. Wenn ich keinen Trading-Server habe, heißt es, ich lasse oder ich installiere das Handelssystem auf meinem lokalen Heimcomputer und würde dort quasi, also es würde voraussetzen, dass ich meinen Computer rund um die Uhr im Betrieb habe, weil das System ja auch in der Nacht beispielsweise aktiv ist oder dann, wenn ich mal das Haus verlasse. Und der Computer muss eingeschaltet sein, wenn das System agiert, weil ansonsten funktioniert das eben nicht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es eben die Variante, dass man sich einen Server mietet und auf dem Server das ganze Handelssystem installiert. Und dementsprechend würde man sich von seinem Heimcomputer, wenn man dann mal auf das Handelssystem aufschauen möchte, oder verbindet man sich mit dem Trading-Server. Ich kann das Ganze eben mal kurz zeigen. Hier haben wir einen Trading-Server. Das ist jetzt nicht mein Computer, mit dem ich hier lokal unterwegs bin, sondern ich bin hier verbunden mit einem Trading-Server. Und hier haben wir dann den MetaTrader von FXFlat installiert und einen Browser, den wir dann vielleicht brauchen wollen und können uns eben hier in dem MetaTrader unser Handelssystem installieren und starten. Und wenn ich quasi meinen Computer ausmachen will, dann trenne ich einfach die Verbindung zu dem Server, kann irgendwo anders hingehen, beziehungsweise meinen Computer ausschalten. Und der große Vorteil ist, ich kann eben auch von unterwegs beispielsweise mich mit meinem Trading-Server verbinden, weil der rund um die Uhr angeschaltet ist. Das Ganze geht vom Tablet aus, vom Smartphone aus oder eben vom Heimcomputer. Und ja, wenn ich dann fertig bin, dann wird die Verbindung eben wieder getrennt und der Server läuft weiter mit dem Handelssystem. Brauche ich dafür technische Fähigkeiten? Also, man muss für die ganze Geschichte eben nicht studiert haben. Man sollte sich aber so grundlegend mit dem Computer schon auskennen. Also, was ich eben wissen muss, ist, wie installiere ich beispielsweise den MetaTrader? Das sollte jetzt keine große Hürde sein. Wie verbinde ich mich mit dem Trading-Server? Das wissen manche eventuell nicht, aber das haben wir in Erklärvideos eben prima erklärt, wo das vorgemacht wird. Das kann man dann Schritt für Schritt nachmachen. Und dann muss man eben nur noch wissen, als dritten Punkt, wie man im MetaTrader das Handelssystem installiert, beziehungsweise auch startet und einstellt eben. Das sind Sachen, die sind nicht, also da braucht man keinen großen Intellekt für. Das würde wahrscheinlich meine kleine Schwester würde das wahrscheinlich auch hinbekommen in kürzester Zeit, wenn ich ihr das zeige. Und man muss sich davon nicht abschrecken lassen. Das bedarf, also es hat keinen hohen Anspruch. So. Wir haben bei unseren Produkten auch, wie schon gesagt, Erklärvideos drinne. Und da wir ja die Partnerschaft mit FXFlat haben, versuchen wir es den Kunden, den FXFlat-Kunden auch zu vereinfachen, sodass wir beispielsweise auf der oder bei der Starterbox auf dem Trading-Server schon die Starterbox installiert haben und der Kunde dann eben nur noch das System starten muss. Was ist ein Backtest? Also ein Backtest ist die Simulation eines Handelssystems auf die Vergangenheit. Heißt quasi, mein Handelssystem setze ich auf die Vergangenheit an und ich habe die ganzen historischen Daten und ich möchte eben sehen, wie hat denn mein Handelssystem eigentlich 2017 bis heute agiert oder wie hat es von 2010 an, wie lief das denn bis heute? Den Backtest muss ich machen, damit ich solche Daten wie den Drawdown rauskriege. Der Drawdown war ja das, was ich Ihnen vorhin auf unserer Webseite gezeigt habe. Und letztendlich braucht man den ja für die Kapitalisierung, also für die Berechnung, wie viel Kapital man braucht. Und damit ich eben an diese Zahlen herankomme, braucht man den Backtest. Ich will wissen, wie hat das System funktioniert in der Vergangenheit? Und ich kann Ihnen an der Stelle auch mal zeigen, wie man den Backtest mit dem MetaTrader startet.
Und zwar war ich ja gerade schon auf unserem Trading-Server gewesen, wo der FX Flat MetaTrader installiert ist, der jetzt dementsprechend schon geöffnet ist. Und für das Handelssystem brauchen wir eben historische Kursdaten. Die müssen wir uns erstmal herunterladen. Das Ganze können wir machen, indem wir auf Extras gehen, in die Historiendatenbank. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Kursdaten für den Euro-US-Dollar auf Stundenbasis haben wollen, dann müssen wir uns das Ganze aussuchen und uns hier reinklicken. Dann wählen wir eben das Zeitintervall aus per Doppelklick und klicken dann dementsprechend auf Herunterladen. Ich habe die Daten jetzt schon gezogen, deswegen sagt er jetzt hier, es gibt hier keine neuen Daten. Und dann können wir das Fenster wieder zumachen. Wenn wir das alles heruntergeladen haben, dann öffnen wir den Strategietester. Das ist das Feature, was wir brauchen für den Backtest. Und den Strategietester, den erreichen wir eben hier. Unter Ansicht Strategietester. Dann öffnen wir das Ganze und es öffnet sich dieses Fenster, wenn wir darauf klicken. Und in dem Fenster können wir unsere Einstellungen für den Backtest hervornehmen. Hier müssen wir unser Handelssystem aussuchen. Was wollen wir denn eigentlich backtesten? Welche Strategie? Da wählen wir dann unser Handelssystem aus. In dem Beispiel habe ich die Algo Trading Starter Box, die ich per Doppelklick auswählen kann. Dann müssen wir eben schauen, für welches Asset, also für welches Symbol wollen wir das handeln? Wofür ist unser Handelssystem eigentlich entwickelt? Bei der Starter Box ist das eben der Euro-US-Dollar. Und das Zeitintervall müssen wir auch noch auswählen. Das ist die Stunde, also H1. Dann können wir hier noch den Zeitraum einstellen. Das Ganze ist jetzt angelegt für das ganze Jahr 2017, also vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017. Und dann können wir hier auf Test starten klicken. Dann läuft der Backtest los. Das dauert immer einen kleinen Moment. Einmal kurz durchladen, weil er die Simulation quasi vollführt für die Vergangenheit und danach kommt es dann zu dem Ergebnis, was hier gleich angezeigt wird. Man kann in der Zwischenzeit schon mal die ganzen Interaktionen quasi am Markt sehen und es gibt ja auch den Reiter Diagramm, wo die Performance dann aufgezeigt wird. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, ist quasi noch nicht ganz fertig. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken nach der nächsten Frage kurz rein. Dann kann der Backtest hier nochmal kurz durchrödeln. So, gehen wir schon mal zur nächsten Frage. Professionelles Algo-Trading im MetaTrader, geht das überhaupt? An der Stelle muss man sagen, das Algo-Trading im MetaTrader geht. Hier ist die Frage, wo fängt professionell an? Und das ist wahrscheinlich für jeden auch anders. Also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass mit professionell hier gemeint ist, profitables Algo-Trading, weil da kommt es ja im Endeffekt darauf an, ob ich jetzt Geld verdiene am Markt oder nicht. Und das ist im MetaTrader absolut möglich. Also der MetaTrader ist für Endkunden sowieso aus meiner Sicht sehr gut geeignet, weil die Plattform sehr stabil ist. Was heißt es? Das heißt quasi, ich installiere mein Handelssystem einmal, ich starte das einmal und wenn das einmal läuft, dann läuft es sehr robust. Es ist sehr stabil im MetaTrader. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag raufgucken, um zu schauen, ob es da irgendwelche Errors gab, weil der Speicher irgendwie vollgelaufen ist oder weil die Plattform irgendwie abgeschmiert ist oder so. Also wir haben Handelssysteme, die haben wir teilweise einmal gestartet und die liefen dann, ohne dass man was gemacht hat, über ein Jahr durch. Und das hat eben den großen Vorteil, wenn man da nicht so oft reingucken muss, dass man eben den Zeitvorteil hat. Man muss halt nicht so oft reinschauen. Sollte natürlich mal ab und zu trotzdem reinschauen, ob das System noch läuft. Aber es gab nur wenig Fälle, wo das System irgendwie mal abgeschmiert ist oder so. Und das ist natürlich recht angenehm, weil auf anderen Plattformen ist es dann doch so, dass man da jeden Morgen mal reingucken muss oder das System nochmal neu starten muss. Und
Ja, wenn man da jeden Tag erstmal einen Task hat, startet das System neu. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache vom Algo-Trading. Und der MetaTrader, der unterstützt eben alle Funktionen, die wir für das Handelssystem brauchen. Heißt quasi, er kann Indikatorenwerte auslesen, er kann Orders geben am Markt, er kann uns benachrichtigen, er kann uns sogar Push-Nachrichten schicken auf unser Telefon. Dann sehe ich halt, haben wir gerade irgendwie was gemacht am Markt? Ist eine Position aufgegangen? Wo liegen meine Orders und so weiter? Und das ist schon ziemlich angenehm. Der MetaTrader ist dann natürlich nicht dafür geeignet, wenn man High-Frequency-Trading machen möchte, wo was halt so im Millisekundenbereich liegt oder solche Geschichten, sondern eher für, ja, ich sag mal, Handelssysteme, die auf Saisonalitäten beruhen oder eben auf Candle-Patterns beruhen oder auf Indikatoren-Trading beruhen. Solche Sachen, die sind sehr gut unterstützt. Also da kann man den MetaTrader ruhig weiterempfehlen. Dann gucken wir noch mal kurz rüber, ob der Backtest schon durchgelaufen ist. Das sieht gut aus. Und ja, hier sieht man dann in der Übersicht eben die Performance-Kurve, wie das System halt in dem ganzen Jahr 2017 agiert hat. In unserem Fall lief unser System mit einem Volumen von 0,1 Lot. Heißt quasi, pro gewonnenen Pip haben wir hier 1 Euro verdient. Und unser Konto wurde mit 10.000 Euro in der Simulation gestartet und liegt dann hier im Endeffekt bei knapp 10.500. Also ist es schon ein ziemlich gutes Ergebnis für die kleine Lot Size, ne? Wenn wir ein größeres Konto haben, dann haben wir dementsprechend auch eine größere Lotgröße und für dieses Handelssystem hätten wir auch mit viel weniger Kapital anfangen können. Dann sieht man hier in der Übersicht von dem Backtest eben auch die ganzen einzelnen gemachten Trades. Sieht hier, wenn es hier einen abgeschlossenen Trade gab, auch den Kontostand, wie er sich quasi verändert hat. Und ja, man kann sich auch den ganzen Bericht speichern, indem man einfach mal Rechtsklick macht, als Bericht speichert. Und dann schaut man sich das alles nochmal im Browser an. Das mache ich mal ganz kurz. Wie einen neuen Ordner mit der Starterbox. Speichern unseren Bericht da drin. Gehen in den neu angelegten Ordner rein. Ah, und er öffnet es schon von alleine. Einen ganz kleinen Moment. Da lädt er noch kurz. Und hier sieht man dann nochmal die Auswertung, die wir gerade eben in dem MetaTrader gemacht haben. Aber hier ist das Ganze nochmal etwas übersichtlicher. Unten in der Tabelle sind dann eben nochmal alle Trades zusammengefasst. Und ich würde sagen, dann reicht es auch zu dem Thema erstmal. Dann haben wir ja als nächste Frage. Ich habe 250 Euro. Wie viel kann ich damit jeden Monat machen? Die Frage ist so ein bisschen der Klassiker bei uns, sage ich mal, weil eben viele Leute ankommen mit relativ kleinem Budget und sich davon ziemlich viel erhoffen. Und man muss das eben immer im Verhältnis sehen, dass man, wenn man viel Geld investiert, dann hat man auch einen höheren Gewinn, als wenn man eben weniger Geld investiert, da der Gewinn ja eben doch prozentual zu dem ist, was man halt ja, was man investiert. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich 250 Euro nur zur Verfügung habe, dann sollte ich auch nicht davon ausgehen, dass ich davon jetzt irgendwie reich werde oder so,
Man kann das Ganze dann eben doch ganz einfach durchrechnen. Und da gehe ich mal wieder auf die Seite von der Starterbox. Hier haben wir ja quasi vorhin schon durchgerechnet gehabt, dass wir für 0,01 Lot eben 100 Euro in etwa brauchen. Und das kann man jetzt einfach multiplizieren. Also wenn ich sage, 100 Euro brauche ich mindestens, aber wenn ich 250 Euro habe, dann rechne ich das Ganze eben mal 2,5. Ne? Und so kann ich hier eben, also quasi einmal durch 10 rechnen, dann habe ich 0,01 Lot und dann rechne ich das Ganze mit mal 0, mal 2,5 und dann kommt man hier auf das Ergebnis. Also sind das hier 6,20 Euro mal 2,5, also etwas über 12 Euro beziehungsweise 15 Euro oder so. Genau. Also man sollte quasi mit so einem geringen Budget halt nicht hoffen, dass man davon reich wird, sondern das nimmt man dann eben, um das mal anzutesten, ob das Handelssystem auch funktioniert. Wie erkenne ich ein gutes Handelssystem? Eine sehr interessante Frage. Da es in der Finanzbranche bzw. am Tradingmarkt auch viele unseriöse Verkäufer gibt und wir uns davon deutlich distanzieren wollen. Und wir erzählen eben öfter, wie man ein gutes Handelssystem erkennt. Und Punkt 1 ist eben, dass man einen Backtest hat, dass der Verkäufer einen Backtest veröffentlicht hat und man in der Historie dann halt sehen kann, wie das System in der Vergangenheit performt hat. Am besten ist der Backtest auch nicht nur ein Jahr alt, sondern geht dann eben los von Minimum 2010. Umso länger, umso besser. Und im besten Falle hat der Verkäufer auch ein Live-Tracking, was ich Ihnen vorhin auch gezeigt habe, was wir bei MyFXbook haben, damit Sie eben die Ergebnisse nachvollziehen können und sehen, okay, das System ist nicht nur in der Theorie gut, sondern es ist auch in der Praxis profitabel. Und das erweckt eben mein Vertrauen. Ansonsten können Sie auch an dem Firmensitz sehen, ob, oder ich sag mal, der Firmensitz ist eben auch eine Indikation, ob es sich um ein seriöses Handelssystem handelt oder nicht. Weil wenn der Verkäufer in Zypern sitzt oder sehr weit weg sitzt, dann ist das meistens nicht nur wegen dem Steuervorteil, sondern damit die Kunden, die enttäuscht sind, dann nicht vor seiner Tür stehen. Dann ist auch der Support ganz wichtig, den man dazu leistet, wenn man ein System gekauft hat und man hat eventuell noch Rückfragen für technische Hilfen oder auch zu dem System an sich, dann ist es wichtig, dass man da alle Fragen beantwortet bekommt. Der Verkäufer sollte dann einem, also man sollte jetzt nicht fragen, was da der genaue Handelsalgorithmus ist, weil wenn man den weiß, dann kann man selber auch anfangen, Handelssysteme zu verkaufen. Aber alle anderen Fragen sollten dann doch schon transparent beantwortet werden. Und als letzten Punkt habe ich mir noch die Updates auf der Liste. Heißt quasi, wenn ich ein System habe, dann sollte es dazu auch Updates geben oder ich sollte mir Updates dazu buchen können, weil es dann doch so ist, dass der MetaTrader ja auch mal geupdatet wird und dann kann es eben dazu kommen, dass das Handelssystem nicht mehr funktioniert. Und damit ich quasi das vorbeugen kann und das Handelssystem auf die neue MetaTrader-Version anpassen kann, brauche ich dann eben ein Update von dem Verkäufer. Dann kann es auch dazu kommen, dass mal eine Marktphase schlecht ist für das Handelssystem beziehungsweise das System einfach weniger funktioniert. Dann kann es auch dazu kommen, dass ich eben ein Update brauche und das System nochmal optimiere. Und dann habe ich eben eine neue Version, die in der Marktphase wieder ganz gut funktioniert. Hier muss man jedoch auch aufpassen, dass man das System nicht überoptimiert, weil ansonsten kann man sich da eben auch was kaputt machen. Also man muss eben gucken, ob es jetzt wirklich nur eine schlechte Phase ist oder ob es, ja, ob es wirklich ein Update bedarf, wo man das System nochmal verbessert oder verbessern kann. Das sind die wichtigsten Punkte dazu, wie man ein gutes Handelssystem erkennt.
Nächste Frage. Systeme laufen doch nicht ewig. Irgendwann hat sich der Markt geändert. Wie gehen wir damit um? Habe ich gerade eben schon mal ein bisschen angeschnitten, das Thema, dass die Systeme nicht ewig funktionieren. Also man darf nicht davon ausgehen, dass man ein Handelssystem hat, das einmal kauft. Und das ist dann eben der Goldesel, den man einfach laufen lässt und sich daran dumm und dusselig verdient. Es ist eben so, dass sich der Markt ab und zu auch ändern wird, und das ist ja ganz normal, und das System eventuell anpasst, aber es geht eben auch, dass das System vielleicht gar nicht mehr funktionieren wird. Und wenn diese Situation eintritt, dass das System nicht mehr funktioniert, dann sollte ich eben eine Maßnahme ergreifen. So, was kann ich tun, wenn das System nicht mehr funktioniert? Ich kann eben das System runterschrauben vom Handelsvolumen her und sagen, ich möchte das jetzt einfach weiter verfolgen, aber ich habe jetzt nicht vor, damit großartig Profit aufzubauen. Und dann kapitalisiere ich es eben sehr gering. Oder ich entscheide mich dazu, das System im Demo-Modus laufen zu lassen, sodass es von meinem Kapital eben gar nicht mehr, keine Verluste mehr fährt. Und vielleicht an der Stelle noch ganz wichtig zu wissen, was heißt denn eigentlich, mein System funktioniert nicht mehr? Wir bei AlgoCamp haben da so die Faustregel, dass wenn der zweifache maximale Drawdown erreicht wird, beziehungsweise überschritten wird, dann ist eben der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, okay, jetzt schalten wir um auf Demo oder regeln das Volumen eben weiter runter. So. Welche Kosten entstehen für mich beim Algo-Trading? Also von den Kosten her haben Sie eben einmal Kosten für das Handelssystem, falls Sie dieses nicht selber entwickeln. Aber das ist dann doch eben eher selten der Fall, dass Leute dazu oder dass Leute das schaffen, ein profitables Handelssystem zu entwickeln. Deswegen muss man da eben mal in die Tasche greifen und sich ein gutes Handelssystem kaufen. Und wie ich vorhin schon meinte, das System muss ja rund um die Uhr betrieben werden im Optimalfall. Und dafür brauche ich dann eben einen Trading-Server. So ein Trading-Server kostet bei uns beispielsweise 19 Euro pro Monat. Und da kommt es auch immer so ein bisschen auf die Server-Performance an. Also was habe ich dann alles für Programme darauf installiert, beziehungsweise habe ich da so eine ganze Trading-Farm, die ich irgendwie betreiben möchte, oder habe ich einfach nur ein, zwei Systeme? Und 19 Euro pro Monat ist bei uns der günstigste Handels- oder Trading-Server. Auf dem kann man 1 bis 2 Metatrader installieren gleichzeitig. Und ich sag mal, 1, 2 oder 3 Handelssysteme kann man auch problemlos laufen lassen, ohne dass man Performance-Einbußen hat. Ansonsten fällt von den Kosten nichts weiter an. So. Ich habe x Euro. Wie sollte ich am besten ins Algo-Trading investieren? Ja, also es kommt immer natürlich darauf an, wie viel Euro man hat, und hier sollte man eben schauen, dass man ab einer gewissen Summe eben diversifiziert. Das heißt, wenn ich jetzt so 100.000 Euro habe, dann sollte ich die nicht alle in ein Handelssystem hineinstecken, sondern ich sollte das auf mehrere Systeme verteilen und Parallelsysteme fahren, damit ich eben in Verlustphasen eines Systems ein anderes System habe, welches die Verlustphase ausgleicht, so dass ich quasi profitabler bin oder eben auch mehr Profit erwirtschafte, wenn beide Systeme eben in der Gewinnphase drin sind. Und dafür muss man sich dann eben ja doch so ein bisschen mehr damit beschäftigen, als wenn man nur ein System hat. Also wenn man gerne ein Algo-Trading-Portfolio aufbauen möchte, dann muss das untereinander auch ein bisschen abgestimmt sein. Und wir haben hierfür auch eine Art Service, die wir anbieten. Das sind die Algo-Trading-Signale. Da muss ich mal kurz raufgehen auf unsere Webseite. Und die Algo-Trading-Signale sind quasi
Signale von einem unserer Live-Konten. Also wir haben ein Konto, wo mehrere Handelssysteme drauf laufen und am Markt agieren. Und wenn Sie die Algo-Trading-Signale bei uns buchen, dann erhalten die Signale auch von uns und die werden dann eins zu eins so umgesetzt. Heißt quasi, unsere Trades werden auf Ihrem Konto gespiegelt, könnte man sagen. Und wir haben in unserem Algo-Trading-Portfolio mehrere Handelssysteme, die wir betreiben. Und wir schauen auch immer, dass das Ganze etwas dynamisch ist. Heißt, wir wollen, dass in den schlechten Marktphasen, beziehungsweise wenn ein System in einer aktuellen Marktphase nicht mehr läuft, dann schalten wir das System eben ab. Es kommen neue Systeme hinzu. Und wir schauen immer, dass das Ganze im guten Einklang steht. Und das nimmt natürlich eine Menge Arbeit ab für die Leute, die sich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen wollen, sondern einmal eben ein System beziehungsweise ein Portfolio aufsetzen wollen und das Ganze dann einfach laufen lassen wollen. So. Auf der Seite können Sie auch noch die Live-Performance sehen. Da haben wir bei MyFXBook das als Portfolio auch wieder angeschlossen mit einer Live-Performance seit Mai diesen Jahres. Und hier sieht man dann eben, steht das aktuelle Portfolio schon bei 26%. Man braucht eine Einzahlung von circa 4.500 Euro, damit man die Algo-Trading-Signale mithandeln kann. Ansonsten reicht eben, oder ist der Puffer zu klein, als dass man, ja, oder man läuft eben Gefahr, dass man dann gegen die Wand fährt mit dem Konto, weil man dem Markt nicht genug Luft gibt. So. Wer daran Interesse hat, gerne mal vorbeischauen auf unserer Webseite. Die nächste und ich glaube auch die letzte Frage ist, bietet ihr auch halbautomatisierte Systeme an? Also wir haben in unserem Portfolio eher weniger halbautomatisierte Systeme. Was wir haben, ist der sogenannte MTA. Den findet man bei uns unter Produkte, Indikatoren und ausgesprochen ist es das Markttechnik-Add-on. Das Markttechnik-Add-on ist ein Tool, was den Trader quasi unterstützt beim Traden. Also es handelt nicht direkt, aber es erkennt eben Trends und zeichnet das Ganze ein. Ist dann doch eben eher wie so eine Art Indikator. Wenn man jetzt dahin geht und sagt, halbautomatisiertes Trading, also ich möchte gerne die Trades eben selber durchführen, aber ich brauche eben eine Hilfe, um das zu erkennen, kann man das dafür benutzen. Dann gibt es aber auch Leute, die kommen zu uns und sagen, die Trades, die kann ich schon selber finden und auch eingehen, aber ich möchte eben lieber zum Beispiel ein System oder eine Hilfe haben, die für mich auf Knopfdruck alle Positionen schließt. Solche Sachen haben wir nicht als fertiges Produkt da, aber wir haben oder wir können sowas auf individuelle Anfrage programmieren für Sie. Da können Sie uns einfach eine Nachricht schreiben an mail@algo-camp.de und dann sagen Sie uns Ihre Anforderungen, sagen Sie uns, was Sie haben wollen. Und dann können wir das Ganze eben mal prüfen von der Umsetzbarkeit und dann werden wir das für Sie in Auftrag nehmen. Ansonsten haben wir auch noch ein jüngstes Projekt von uns, wo auch ein bisschen Halbautomatisierung mit drin steckt. Das ist der Forex Screener. Und beim Forex Screener handelt es sich um einen Markt Screener. Forex Screener könnte man erstmal denken, dass er nur Forex-Symbole oder Forex-Assets screent, aber er screent darüber hinaus eben den kompletten Markt, könnte man sagen. Also auch Indizes, er screent auch Aktien, CFDs und Forex sowieso, er screent Cryptocurrency und der Forex Screener, der sieht eben so aus. Da hat man hier eine Oberfläche mit zahlreichen Filtern und man geht eben so hervor, dass man sagt, okay, ich bin jetzt auf der Suche nach einem Markt, wo ein bisschen was los ist, beziehungsweise einem Markt, der bestimmte Kriterien entspricht und dann kann ich mir anhand der Filter hier aussuchen, was für einen Markt ich gerade suche.
könnte ich mir beispielsweise raussuchen, einen Markt, der eine bestimmte Anzahl von Grünkerzen in Folge hat. Dann klicke ich hier auf den Filter drauf und sage, ich möchte gerne mir alle Märkte anzeigen lassen, die 7 oder mindestens 7 grüne Candles in Folge haben. Klicke hier rauf und unten in der Tabelle werden mir dann meine Ergebnisse angezeigt. Man sieht eben den Namen des Assets, man sieht eben, was es für eine Kategorie ist, ob das jetzt eine Aktie ist, ob das ein Forex-Asset ist und man sieht auch, auf welchem Zeitintervall das Ganze gefunden wurde, so dass man eben nur noch in den MetaTrader hineingehen muss und dann das Asset eintippen muss und dann hat man den Markt eben vor sich. So, in dem Falle hat er jetzt hier 6 Assets gefunden, die mindestens 7 grüne Kerzen haben. Und man könnte jetzt so dann in den MetaTrader hineinschauen und gucken, ob da was Handelbares für ihn bei ist. Es ist ja jetzt so kein direkter Einstieg, sage ich mal, sondern man muss ja auch noch drumherum gucken, ob der Markt für einen Trade gerade geeignet ist. Und dieses Tool unterstützt einen sehr gut dafür. Es gibt ja auch noch weitere Filter, die man sich im Detail eben alle mal ansehen muss. Hier beispielsweise haben wir auch noch den RSI-Filter. Der sucht eben alle Märkte hinaus, die einen RSI-Wert von beispielsweise über 80 haben. Man kann auch sagen unter 20 oder je nachdem, wie es einem gerade passt. Und dann sieht man hier auch innerhalb der letzten Spalte eben nochmal den Wert des eingestellten Filters. Hier haben wir jetzt alle Märkte, die eben einen RSI-Wert von über 80 haben und dann kann man in den Markt hineingehen und dementsprechend den Markt handeln. Es ist auch möglich, dass man hier mehrere Filter miteinander kombiniert. Man könnte auch sagen, zeig mir mal alles an, was einen RSI-Wert von über 80 hat und auch mehr als 8 grüne Candles in Folge hat. Und wenn der Markt gerade das nicht hergibt, dann haben wir ja auch eine leere Tabelle, weil das gerade nicht vorhanden ist. Den Forex-Screener, den haben wir in einer exklusiven Partnerschaft mit FX Flat aufgezogen. Den Forex-Screener erreichen Sie über www.forex-screener.de. Und das Besondere an dieser exklusiven Partnerschaft ist für Sie, dass das Tool umsonst ist. Also das heißt, für alle aktiven FX Flat Kunden stellen wir das Tool online gratis zur Verfügung. Sie müssen dafür nur auf Zugang erstellen klicken, kommen dann auf die Seite. Hier steht auch nochmal, dass das Ganze kostenlos ist für FX Flat Kunden. Hier tragen Sie Ihren Namen ein, beziehungsweise Ihre Daten ein und beantragen eben den Account. Die Daten werden an FX Flat geschickt, damit die nochmal überprüfen können, ob sie auch wirklich ein Kunde sind und dort ein Konto haben. Und dann werden sie dementsprechend freigeschaltet. Der große Vorteil an der Partnerschaft ist, dass wir in dem Screener an sich alle Assets von FX Flat drin haben. Das heißt, wenn Sie jetzt in den MetaTrader hineingucken, dann sehen Sie ja hier die Auswahl von den ganzen Assets. Hier kann man per Rechtsklick alle anzeigen, sich auch alle anzeigen lassen. Und alle Assets, die Sie hier sehen, die sind im Forex-Screener auch enthalten und werden da eben automatisch gefiltert, sodass Sie das Ganze dann auch selber handeln können. Der große Vorteil gegenüber anderen Marktscreenern, also es ist ja nichts, wir haben ja das Rad quasi nicht neu erfunden, aber der große Vorteil anderen Screenern gegenüber ist eben, dass man die Daten 1:1 hat. Heißt quasi, wenn ich beim Forex-Screener nach bestimmten Kriterien suche und Assets finde, dann finde ich hier die Marktsituation so 1:1 wieder. Beispielsweise, ich suche nach einem Asset, was 8 grüne Candles in Folge hat. Dann, wenn ich das Asset gefunden habe, dann werde ich das hier 1:1 zu sehen. Bei anderen Screenern ist das doch eben so der Fall, dass die Daten von verschiedenen Brokern kommen. Und wenn ich ein Asset gefunden habe im Screener, der 8 Candles, grüne Candles in Folge hat, und dann bei meinem Broker handle, dass die Daten da einfach unterschiedlich sind und dass dieses Setup eben gar nicht gegeben ist. Das haben wir beim Forex-Screener zum Glück nicht, aufgrund der exklusiven Partnerschaft. Und ja, wenn Sie daran interessiert sind und einen Gratiszugang
sich erstellen möchten, dann laden wir Sie dazu herzlich ein. Dann gehen wir wieder zurück in die Präsentation und sind hier auch schon mit der Präsentation an sich durch. Und das heißt, ich würde jetzt mal in die Fragen hineinschauen, wenn Sie da Fragen reingeschrieben haben, werde ich die jetzt noch beantworten. Und hier gucke ich eben einmal durch. Hier gibt es die Frage, warum machen die Algosignale so viel Profit? Also, wenn man eben ein gutes Handelssystem hat, beziehungsweise ein gutes Portfolio mit mehreren Handelssystemen, dann ist es doch so, dass das auch viel Profit erwirtschaften sollte. Also 25% jetzt seit Mai ist eine sehr realistische Zahl. Und ja, wenn man dann eben ein gutes System hat oder eine Mischung aus guten Systemen hat, die gut entwickelt sind und sich bestimmten Tests unterziehen, Stabilitätstests beispielsweise und in der Historie dann eben sehr stabil wirken, dann sollte das kein Problem sein. Und da wir die Fachmänner dafür sind, haben wir dementsprechend so ein Portfolio zusammengestellt und können stolz unsere Profitabilität zeigen. Nächste Frage ist, ist keine Frage, sondern da hat eben jemand geschrieben, dass er fortgeschritten ist. Hier haben wir noch eine Frage, was sind die Kosten für den Forex-Screener? Das habe ich gerade eben auch schon gesagt. Der Forex-Screener ist für FX-Flat-Kunden umsonst. Und hier gibt es keinen Haken an der Geschichte. Also wenn Sie aktiver Kunde bei FX-Flat sind und aktiver Kunde heißt, Sie haben ein Konto, wo Geld darauf eingezahlt ist, dann können Sie einen Account bzw. einen Zugang für den Forex-Screener beantragen. Der ist komplett kostenlos für Sie. Sie müssen keine Kreditkartendaten oder irgendwelche Bezahldaten angeben, da für Sie keine Kosten anfallen. So einfach. Ich habe noch eine Frage, was wir tatsächlich auch immer wieder bekommen. Und zwar geht es um historische Daten. Also unser Server ist ja natürlich auch in gewissermaßen begrenzt. Und Es gibt natürlich auch Leute, die dann darüber hinaus ihre Strategien weiter testen möchten. Und jetzt die Frage, ob ihr zum Beispiel historische Daten auch anbietet oder irgendeine Seite empfehlen könnt, wo man diese bekommen kann. Genau, also für die Leute, die historische Daten benötigen, die können sich gerne an uns wenden, da wir historische Daten selber sammeln und verwalten und dementsprechend auch verkaufen. Die Daten haben eben eine gute Qualität, was für die Backtests sehr wichtig ist. Also bei den historischen Daten muss man beachten, dass wenn sie eben zu billig sind, die Qualität auch nicht so hoch ist. Und Qualität heißt eben, dass ich keine Lücken haben möchte in meinen Daten, dass die Daten auch korrekt sind, also so, wie sie wirklich am Markt vorhanden gewesen sind. So möchte ich sie dann auch in meiner Datenhistorie haben. Und darauf sollte man eben achten bei den Historiendaten. Wenn Sie sowas benötigen, können Sie gerne sich an uns wenden. Wir schicken da auch eine Art Kostprobe, also beispielsweise Sie sagen, Sie benötigen Handelssysteme für den Euro-US-Dollar oder für den DAX, für dieses und jenes Zeitintervall, für die und die Jahre, dann können wir Ihnen einfach mal einen kleinen Auszug zuschicken, damit Sie sich selber von der Qualität überzeugen können. Und wenn Sie sagen, es gefällt Ihnen, können Sie dementsprechend für das Zeitintervall dann die Daten bei uns erwerben. Hier haben wir keine festen Preise, sondern machen das immer individuell. Also je nachdem, was der Kunde braucht, wenn er jetzt sehr viele Jahre hat mit sehr vielen Assets auf sehr vielen Zeitintervallen, dann haben wir eben einen Paketpreis, den wir dann individuell festlegen. Und so ist dann der Ablauf. Also einfach ganz formlos an uns binden. Man sieht hier nochmal unsere E-Mail-Adresse auch eingeblendet. Das ist mail@algo-camp.de. Wenn Sie irgendwelche Anfragen tätigen, können Sie das gerne über diese E-Mail-Adresse regeln. Ja, gibt es ansonsten noch weitere Fragen?
Das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich schon mal recht herzlich für die gemeinsame Stunde, für die Aufmerksamkeit und ja, wünsche Ihnen da noch sehr viel Erfolg am Markt. Wenn jemand irgendwelche Fragen zu dem Webinar hat oder allgemein zum Algo-Trading hat, dann kann die Person sich gerne an uns wenden. Sie sehen auf der Folie nochmal, wie wir erreichbar sind mit unserer E-Mail-Adresse oder auch auf unserer Webseite können Sie raufgehen. Da haben wir einen Live-Chat eingebunden, sodass Sie da mit einem unserer Support-Mitarbeiter live chatten können und Fragen stellen können und passende Antworten kriegen. Und ansonsten würde ich allen Teilnehmern dann noch einen schönen Dienstagabend wünschen und würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Webinar. Ja, vielen Dank, Manuel. Interessantes Webinar, weil tatsächlich auch viele Fragen, die du heute vorgestellt hast, bei uns ja auch mehrmals eintreffen. Und so haben wir das Ganze auch mal einmal im Detail bearbeitet. Und bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern, die heute anwesend waren und interessiert waren. Vielen Dank für die Teilnahme, aber auch für die Fragen. Und wünsche Ihnen auch ebenfalls einen schönen Abend. Wir haben dieses Jahr noch einen Termin mit AlgoCamp, aber das wird noch angekündigt. Da werden wir den Forex-Screen dann noch ein bisschen im Detail nochmal besprechen. Hat der Manuel ja heute schon auch schon angedeutet bzw. gezeigt. Von daher noch eine schöne Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.